Auf der offiziellen Webseite der Deutschen Physikalischen Gesellschaft findet man ein Gutachten und zwei ergänzende Bemerkungen zum Karlsruher Physikkurs. Wenn man sich die 13 Gutachter ansieht, also woher die kommen, was sie machen, dann denkt man, das ist eine ganz seriöse Angelegenheit. Liest man die Papiere hingegen durch, dann wird man eines Besseren belehrt. Ich möchte das an einem einzigen Beispiel jetzt schnell zeigen, und zwar am den ergänzenden Bemerkungen Teil 1. Da steht ganz am Anfang: Üblicherweise beginnt der Physikunterricht in der Mechanik mit den Bewegungsgleichungen von Newton, also die resultierende Kraft ist gleich der Impulsänderungsrate. Soweit, so gut. Und dann kommt der nächste Abschnitt. Wenn man zur kontinuierlichen Beschreibung übergeht, dann wird die Newtonsche Bewegungsgleichung ersetzt durch die Eulersche Gleichung. Die wird hier als Formel 2 hingeschrieben und dann wird gesagt, dieser Tensor hier T, das ist der Impulsstromdichte-Tensor, der heißt gewöhnlich Spannungstensor. Das ist auch richtig, bis auf das Vorzeichen. Dann kommen zwei, drei Abschnitte, wo ich nicht begriffen habe, worum es geht. Das ist ziemlich diffus. Und dann kommt der Satz von Gauss. Also man kann natürlich diesen Ausdruck mit Hilfe des Satzes von Gauss ersetzen durch ein Oberflächenintegral über den Spannungstensor. Gehen wir zum Urbeispiel von Newton über und nehmen wir das Erde-Mond-System. Ich schreibe hier noch einmal die Gleichung hin, also die Euler-Gleichung, so wie sie formuliert ist in diesen ergänzenden Bemerkungen, plus der Satz von Gauss. Ich habe jetzt hier statt T, habe ich jetzt hier Spannungstensor geschrieben und übernehme dann diese Symbolik. Ja, nehmen wir dieses System, also hier haben wir die Erde, dann mit dem Mond. Gemäß Newton gibt es hier zwei Kräfte, die im Sinne des dritten Newtonschen Axioms eben entgegengesetzt gleich groß sind. Nun legen wir eine Hüllfläche um den Mond herum, und zwar ein bisschen über der Oberfläche, also eigentlich schon im Vakuum. Dann ist nämlich dieses Integral schnell ausgewertet. Wenn der Spannungstensor überall 0 ist, dann gibt auch das Oberflächenintegral 0. Und dann sagt diese Gleichung, dass eben dann auch dieser Term hier 0 ist. Und das ist die Impulsänderungsrate, also das Integral Dichte mal Geschwindigkeit über das Volumen integriert und dann nach der Zeit abgeleitet. Das ist die Impulsänderungsrate in diesem Kontrollvolumen. Und das Kontrollvolumen habe ich ja hier eingezeichnet. Nun, also völliger Blödsinn, was in diesen Bemerkungen steht. Man könnte natürlich die Hüllfläche auch in den Mond hinein verlegen, sagen wir 1000 Kilometer unter die Mondoberfläche, dann hätte man einen Spannungstensor, der etwa dem hydrostatischen Druck entspricht. Wenn man dann über die Oberfläche integriert, gibt es immer noch 0. Das heißt, diesen 13 Gutachtern ist ein ganz, ganz peinlicher Fehler unterlaufen. Sie haben schlichtweg die Gravitation vergessen. Das ist ja das ursprüngliche Thema von Newton. So